Das ist das Licht der Walter SDL 800. Und wenn ihr interessiert, was diese Lampe kann, dann bleibt dran. Hallo, willkommen, das ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Das ist nun das Licht, das volle Licht der 800 Lumen von dieser Walter SDL 800. Und Walter, ja, ist ja bekannt für drei Dinge: für Schusswaffen, für Messer und eben für Lampen. Und wenn wir über Lampen reden, wir haben ja schon eine lange Tradition, ich habe schon über 15 Jahren, da habe ich die erste gekauft, das war noch so eine Lampe, so taktisch sozusagen mit zwei CA, 1, 2, 3. Ja, da hat sich natürlich viel getan am Lampensektor, aber man muss auch sagen, dass sich meiner Meinung nach Walter, weil diese SDL 800 ist jetzt relativ neu, dass sich da einiges tut, nämlich von der Qualität her. Sie werden von Generation zu Generation besser, ist zumindest mein Eindruck. Und diese SDL 800 ist für mich zumindest eine relativ interessante Lampe. Warum das so ist, werden wir uns gleich anschauen. So, es ist jetzt so, ich werde jetzt eine zweite Lampe zur Hilfe holen, damit ich da alles zeigen kann. Ich weiß, ich hätte das auch im Licht machen können, aber so ist das einmal ein bisschen spaßiger. Hier hinten gibt es den taktischen Ein- und Ausschalter. Ja? Taktisches Ein- und Ausschalten gibt es hier hinten, das heißt ein Klick. Und die Sache läuft gleich und geht an und dann das Licht mit den 800 Lumen, das ist schon allerhand. Aber das schauen wir uns dann eh nachher noch einmal genauer an. Und dann wieder Klick und es ist aus. Ja? Also Klick da und Klick weg. Sehr gut. Du siehst jetzt hier vorne, so jetzt siehst du es nicht mehr, aber jetzt siehst du es wieder. Da vorne, da ist auch ein Schalter. Wenn ich da jetzt zweimal drauf drücke, ja, dann schaltet sich die Lampe auch an, aber wie du siehst, mit weniger Energie. Da ist jetzt ein Sparmodus, wie viel Prozent, weiß ich nicht, ich glaube 50% oder 30%, so irgendwas. Link findest du zu dem Produkt ohnehin unten, schau dir das genau an, technische Daten und Gewicht und so Sachen und Länge findest du dort. Und dann, wenn ich wieder drauf drücke, ein zweites Mal, dann habe ich volle Power, dann bin ich wieder auf den fast 800 Lumen und drücke ich noch einmal drauf, ist aus. Also zweimal drücken und dann bin ich da. Ich kann aber auch von hinten wieder ausschalten. Also das ist gut gemacht. Was diese Lampe auch hat, es ist ja eigentlich eine Behördenlampe, das ist zumindest die Idee, ist, wenn ich hier jetzt vorne auf den vorderen, nicht auf den hinteren, sondern auf den vorderen, lang drauf drücke, ja, dann kommt UV. Da ist eine eigene Lampe noch zusätzlich zur Hauptlampe eingebaut, damit ich eben mit UV machen kann, um Ausweise oder sonst irgendwas heraus zu kontrollieren und Geldscheine und was weiß ich, das ist halt nicht so mein Ding, habe jetzt keine Idee, wofür ich das brauchen könnte, aber soll so sein. Warum finde ich die Lampe interessant? Und zwar, sie ist sehr leicht. Ich meine, sie hat ihre Größe, das ist keine Frage, ja? Wenn du dir anschaust, in meine Faust passt die schon rein, aber dafür ist sie meiner Meinung nach relativ leicht und wirklich leistungsstark. Ich habe jetzt, man kann sie ja, diese Multibetrieb ist möglich, also von der Energiequelle, die man reingeben kann. Jetzt habe ich drei AAA AAA-Batterien eingebaut. Es würden auch, glaube ich, zwei CA1, 2, 3 reingehen und einen Akku kann man auch mit dazugeben. Also das ist absolut brauchbar und das ist auch wirklich Multi-Use, so wie ich das gerne habe. Viele, es ist ja noch nicht so lange heraus, aber einige schreiben, dass ihnen der Druckpunkt nicht passt hier hinten und dass ihnen das Geräusch zu laut ist. Ja? Also wenn man da hinten drauf drückt, so ich schalte mal aus und jetzt mal, sagen wir mal leise. Goink. Und das ist sehr an, also noch einmal. Ich weiß nicht, ob das zu laut oder zu leise ist, das kann ich nicht beantworten. Musst du mir sagen, ich finde den Druckpunkt absolut in Ordnung, man hat ihn gleich, also es geht meiner Meinung nach ganz gut, aber das liegt natürlich auch immer im Auge des Betrachters. Die 800 Lumen sind echt fett und ja, ich bin schon richtig gespannt auf den Langzeittest, weil das ist jetzt meine und die finde ich super und ich bin schon gespannt und werde sie auf den Langzeittest machen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen in die Gegend leuchten. Ja, ich habe jetzt einen Wald vor mir. Ja, da müsst ihr einschalten, damit du ihn auch siehst. Also das ist jetzt dieser Lichtkegel. Ich bin dieses Mal woanders, nicht wo ich diese Lampentests normalerweise mache. Aber trotz alledem, das Ding leuchtet richtig schön massiv aus. Das ist wirklich nett. Jetzt schalte ich mal aus. Jetzt mache ich den Sparmodus. Da sieht man, dass es schon deutlich weniger ist. Und klicke ich dann noch einmal, dann bin ich da. Ich leuchte mal da so rauf. Also das ist wirklich, 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 wirklich absolut brauchbar.
Ja, was ist mein Fazit zu dieser Lampe? Ich finde die absolut in Ordnung. Ich werde sie, wie gesagt, in den Langzeittest nehmen. Ich finde die Power, die sie hat, die ist beachtlich. Es gibt natürlich Lampen, die selbiges an Volumen haben, also Lichtvolumen, also Lichtstärke, und auch so eine Größe haben, vielleicht sogar noch kleiner sind, aber ja, ich finde das in Ordnung und ich mag ihr eine Chance geben. Es ist im Lieferumfang leider kein Taschel dabei, das ist extra zu checken. Das ist so ein Gürtelholster für Beamte, weil es ist ja angeblich eine Dienstlampe. Ja, das ist die Idee von Walter, das als Dienstlampe einzusetzen. Deswegen auch diese unterschiedlichen Klickmöglichkeiten mit UV und alles und diese Sachen. Ja, soll so sein. Ich werde es in den Langzeittest nehmen und ja, werde dir berichten. Link zu dem Produkt findest du unten. Ja, und ich mag dir mal einen Kommentar bitten. Hast du die Lampe? Was hältst du von dieser Lampe? Erzähl uns da ein bisschen was. Oder ja, was hältst du grundsätzlich von Walter-Lampen? Kannst du das auch so beobachten wie ich, dass die nach und nach immer besser werden? Das wäre sehr nett. Daumen nach oben mag ich dich bitten, um ein Abo, wenn du das erste Mal hier bist. Da geht es zum Rainer Rossmann Survival-Kanal. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Unten der Link zum Produkt. Dein Rainer Rossmann hat mich gefreut. Ciao.